Richard kommt. Hallo, Tom. Servus, Richard. Sturz aus dem 5. Stock. Der Tote ist der Wohnungsinhaber Viktor Schubert, 40. Ziemlich bekannter Haarstylist mit mehreren Salons. Wart ihr schon in der Wohnung? Ja. Haben aber niemanden angetroffen. Zeugen? Die Nachbarin. Sie hat den Aufprall gehört, so kurz vor 11. Als sie aus dem Fenster geschaut hat, hat sie Geldscheine auf die Leiche regnen sehen. Die Ersthelfer haben knapp 10.000 Euro sichergestellt. Ein Geldregen als letzter Gruß. Öfter mal was Neues. Wer ist das? Was ist hier los? Lassen Sie mich. Entschuldigung, Sie können... Lassen Sie mich, ich wohne hier, ich muss hier durch. Entschuldigen Sie bitte, bleiben Sie mal stehen bitte. Wie heißen Sie? Nora Schubert. Sind Sie verwandt mit Viktor Schubert? Ja, das ist mein Bruder. Frau Schubert, das tut mir sehr leid. Das wollen Sie nicht sehen. Glauben Sie mir. Sie haben zusammen mit Ihrem Bruder hier gewohnt? Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Im Salon. Um 7 ist er gegangen. Ich bin noch geblieben, um die Buchhaltung zu machen. Er wusste, dass ich erst spät nach Hause komme. Und wir wollten dann noch was trinken gehen. Was für einen Eindruck hat er denn auf Sie gemacht? War er vielleicht aufgekratzt oder niedergeschlagen? Ich schaue mir mal sein Zimmer an. Ja? Gibt's einen Abschiedsbrief? Nee, haben wir noch nicht gefunden. Aber guck mal, überall Flaschen. Da hinten sind auch noch welche. Du meinst, er ist betrunken da runtergesprungen? Ja, also wenn Alkohol oder Drogen im Spiel waren, dann war es wahrscheinlich ein spontaner Suizid oder ein Unfall. Auf jeden Fall hat er sich noch was gekocht. Risotto. Eine Flasche Rotwein, noch ganz voll. Und nur ein Glas. Unbenutzt. Warum hatte er diese 10.000 Euro bei sich? Jana, ich glaube, es war jemand bei ihm. Frau Schubert, wissen Sie vielleicht, ob Ihr Bruder eine Verabredung hatte? War er in einer festen Beziehung? Nein. Nora. Na, hier ist es. Richard Voss, Kripo München. Justus Neumann, ich bin Noras Freund, also wir sind verlobt. Wie konnte er mir das nur antun? Ist das das Smartphone Ihres Bruders? Ja. Hatte er auch noch ein Tablet oder Notebook? Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Ich bin gleich zurück.